Hallo aus Kapstadt. Ich verbringe 2 Wochen in Kapstadt mit der Familie meines Freundes und wir werden uns sehr viel anschauen und ich werde euch mitnehmen, aber nicht in einem normalen Daily Vlog, sondern ich werde versuchen, meine ganze Zeit in einem Video zusammenzufassen. Genau, damit ihr alles zackig hintereinander seht und es einfach nicht zu lang wird. Ich wollte auch einfach mal was Neues ausprobieren. Ich hoffe, es gefällt euch und dann viel Spaß! Hallo aus Camps Bay. Heute ist es sehr, sehr windig. Mal wieder, aber gerade ist kein Wind. Deshalb hoffe ich, dass es jetzt einfach klappt mit dem Sprechen. Wir gehen jetzt erstmal einen Smoothie trinken bei Kwai. Das ist so eine Kette. Ja, das ist auch nicht lecker. So, meine Dragon Smoothie Bowl kam gerade mit ganz vielen Äpfeln, Bananen und Kokosnussflocken. Lecker und wir genießen die Aussicht aufs Meer. Unglaublich windig war. Ich glaube, mein ganzes Make-up ist verschmiert. Und jetzt sind wir jetzt wieder zurück im Auto und ich dachte, ich melde mich kurz, weil vorher ja alles mega windig war. Ihr habt bestimmt überhaupt nichts gehört. Ich habe alles untertitelt. Und jetzt fahren wir von Camps Bay nach Hout Bay, gehen da kurz an den Strand, so ein bisschen chillen und dann gehen wir lunchen in Massimos. Das ist so eine Pizzeria, die sehr auf Wassersparen setzt, aber auch vegane Pizza hat. Yay! Das geht's! Wir haben es gefunden mit einem wunderschönen Blick auf den Berg. Da sitzen sie schon alle. That's cool, I'm just having a sugary tea sandwich. Schaut euch das mal an. There's a whole vegan menu on. Yeah, I got it. Yeah, but they're special as well. I don't know. I couldn't go through the security system. Why? Because they wiped out. Sure, it's good. Ooh, das sieht gut aus. Lecker. Meins auch veggies hier, sehr gut aus. Jesse, wie sieht deine aus? Auch sehr gut. Wow. Wir haben uns auch für dieses Restaurant entschieden, weil es sehr eco-friendly ist. Und sehr animal-friendly. Ich habe mich gewundert, warum hier so viel Verkehr ist. Oh my god. Ich werde gleich sehen, warum. Okay, so, hier. Der Bus steckt unter der Brücke fest. Oh. Also, der Bus hier ist stecken geblieben. Look at all the traffic behind him. Oh Gott, und jetzt kommt niemand weiter. Fuck.
They kind of rock. Oh no, it's not even up. It just doesn't fit. They kind of rock. Oh, this is so funny. They all got out because they tried to lighten the load. No, they should make it heavier. Wir sind jetzt im Ground Zero Marley Coffee Place, oder wie heißt das? Ground Zero Marley Coffee. Marley Coffee. Und hier gibt es richtig viele vegane Optionen und so ein paar, die so ein bisschen secret sind. Zum Beispiel der Vegan French Toast. Was willst du sagen, Jess? Die ganze, wie heißt das Ding da? Wo die ganzen Nachtischen sind. Das ist alles vegan, ja, in der Vitrine. Desserts, da an der Bar sind alle Desserts vegan. Das und gluten-free. Und glutenfrei. Ja. Krass. Okay, das wusste ich nicht. Und ja, es ist hier richtig süß. Jessie hat das Café gefunden und ich zeige euch mal ein bisschen mehr jetzt. Das sieht so süß aus hier in dem Café. Richtig süß ist hier der Draußenbereich. Unser Essen ist gerade gekommen und es sieht so gut aus. Der Vegan French Toast, das sieht so, so gut aus. Und hier ist Vegan Chicken Mayo. Boah, das sieht so gut aus. Ja, oh, I have to sneeze, sorry. Shop. Könnt ihr euch hier ein Bild zeigen, da war ich ein bisschen shoppen. Und jetzt gehen wir in ein Restaurant, das heißt A Touch of Madness. Okay, das ist gerade auf Toilette, um Hände zu waschen. Wir haben vegane Tacos bestellt und einen veganen Burger mit Pommes und wir trinken Kombucha und das Restaurant hier ist super süß. Hier ist jetzt erstmal der Außenbereich. Kann ich euch ein bisschen hier zeigen? Oh, das war mega lecker und jetzt wollten wir eigentlich in ein Café, das heißt Deutsche Bakery, weil es angeblich auch vegane Desserts geben soll, aber irgendwie macht ja alles immer um 2 zu in Kapstadt am Samstag und deshalb gehen wir wieder ins allererste, ins Ground Zero Marley Coffee. Wir sind hier wieder in Ground Zero Marley Coffee und wir haben schon unser Dessert bekommen. Ich habe euch ja schon vorhin gezeigt, wie es hier aussieht, aber ein kleiner Schwenk. Weil hier gerade niemand ist, kann ich es euch ein bisschen besser zeigen. Ich bin hier. Wer? Ich. Mit einem neuen Shirt an. Ja, das wir ziehen müssen. Und hier ist unser Dessert. Vielleicht kommen auch noch Getränke. Bakery zum Frühstück. Es ist wieder ein Observatory und es ist hier ein bisschen laut, tut mir leid. Wir sind jetzt schon zum dritten Mal in Observatory, weil hier irgendwie die meisten Cafés oder die höchste Kaffeedichte ist für vegane Cafés oder veganes Essen. Und in Deutsche Bakery waren wir jetzt noch nicht, weil es mal zu hatte. Jetzt hat es aber endlich auf und ich hoffe, es ist gut. Ich hoffe, der Weg hat sich gelohnt. Oh, also die Karte ist ja schon mal sehr vielversprechend. Yum. Ah, sieht mega süß aus hier. Richtig viele vegane Köstlichkeiten. Und die Wand ist cool. Goodies can't make you fat. Dauert nur leider ein bisschen länger als sonst. Hoffentlich ist es gut. Okay, Jessie hat gerade nachgefragt. Wir haben unser Essen vergessen. Ups. Noch ein Update. Sie haben unser Essen schon längst gemacht, irgendwann mal. Haben es aber irgendjemand anderem gegeben und wir sitzen hier und warten. Jetzt müssen sie es nochmal machen. Ich frage mich, wem sie es gegeben haben. So, hier ist unser Essen jetzt endlich gekommen. Du hast? Vegan Barmel heißt das. Vegan Pilze, und so. Cashew. Und ich habe was mit Cashewkäse und Tomaten und Pesto.
heute und kaum Wind und deshalb der perfekte Strandtag. Und da machen wir uns gerade auf den Weg dorthin. Wir haben es jetzt an der Strandschaft. Wir müssen jetzt noch runter und uns einen Platz suchen am Sonnenschirm. Am Strand, das heißt kurz, ich glaube 2-3 Stunden, und haben jetzt wieder ein bisschen Hunger und probieren jetzt mal Schleckers Raw aus. Ich mag eigentlich gar kein rohes Essen, aber sie sollen auch noch andere Sachen haben, Wraps, Sandwiches, mal gucken, was die so haben, soll nicht alles roh sein. Und ja, das heißt Schleckers Raw, bin mal gespannt. So, ich habe mir ein Cleanse Juice bestellt mit Grünkohl, ich glaube Spinat, Petersilie, Apfel und noch anderen Sachen, aber der schmeckt richtig gut. Echt süß sogar. Wow, unser Essen kam gerade und der Burger von Jesse sieht so gut aus. Vielleicht muss ich mir davon was nehmen. Und hier ist mein Wrap, Curry Wrap. Und Jesse's Schwester hat auch den Burger. Yum. Oh, das Essen war so, so gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich dachte, es ist halt alles roh. Aber es gibt auch echt so Burger und Wraps und Suppen und ganz vieles auch nicht roh. Und, ja. Und es gibt natürlich auch viele rohe Sachen, falls sie draufstehen. Sehr, sehr gut. Wir sind heim, um uns umzuziehen und haben uns jetzt spontan entschlossen, nochmal zum Landatno Beach zu fahren. Es ist zwar nochmal eine kleine Ecke gewesen, dahin zu fahren, aber der Sonnenuntergang ist da eigentlich richtig, richtig schön und heute ist so tolles Wetter, deshalb ja, wollten wir die Chance nutzen. Jetzt fahren wir zum Landatno Beach. Um eine bessere Aussicht zu haben.